Hallo und herzlich willkommen. In unserem heutigen Video geht es mal wieder um die Pfeilgefroschzucht, aber um Teil 3. Denn in meinem ersten Teil habt ihr gesehen, ja, was kann man jetzt für Tipps und Tricks anwenden, damit eure Pfeilgefrösche sagen, jawohl, jetzt passt alles, wir legen Eier. Im zweiten Teil ging es dann darum, wie schafft man es, dass aus so einem kleinen Ei ein schöner Pfeilgefrosch heranwächst. Und heute geht es um das Aufzuchtsterrarium, denn eure kleinen Quappen bleiben ja nicht für immer im Wasser, sondern sie entwickeln sich ja auch zu kleinen Fröschen. Und wie das Terrarium dann aussehen soll und welche Funktionen ich zusätzlich noch hereinbaue, möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Jetzt noch das Intro und dann geht es auch gleich weiter. Die Intropaden TV. Okay, fangen wir auch gleich mal mit dem ersten Satz an. Ich bin nicht, oder besser gesagt noch nicht spezialisiert auf die Pfeilgefroschzucht. Ich möchte euch in diesem Video mal wieder meine Methode zeigen und zusätzlich auch Methoden vom Pfeilgefroschzuchtexperten, denn dieses Thema ist sehr umfangreich und man sollte sich nicht nur an einer Methode festklammern, sondern ja, am Anfang muss man sich da ein bisschen ausprobieren und jeder muss ja auch speziell so seinen eigenen Weg finden. Okay. Eure Quappen haben sich jetzt nach und nach zu kleinen Fröschen transformiert, also sie haben Beine bekommen, Arme bekommen und jetzt versuchen sie langsam das Wasser zu verlassen. Jetzt ist es wichtig, den Wasserpegel zu senken und jetzt sollte man irgendwas noch mit hereinlegen, damit sie leichter aus dem Wasser klettern können. In meinem Fall habe ich eine Aquariumfiltermatte mit in das Aufzuchtsbecken hereingesteckt, damit sie dort Halt finden und somit das Wasser verlassen können. Aber bevor das passiert, braucht ihr davor natürlich auch noch ein Aufzuchtsterrarium. Ihr solltet die kleinen Frösche jetzt niemals zu den Eltern mit in das große Terrarium hereinsetzen. Erstens mal bekommen sie so dann weniger Nahrung, da ja die großen, also die adulten Tiere, das ganze Fressen davor schon wegfressen. Und man sollte die kleinen auch noch mit kleineren Insekten füttern, wie zum Beispiel Springschwänze. In diesem Video ist es mir sehr wichtig, euch zu zeigen, wie man so ein Aufzuchtsterrarium auf die Schnelle bauen und gestalten kann, denn wenn eure kleinen Quappen langsam zu Frösche heranwachsen, solltet ihr unbedingt ein Aufzuchtsterrarium haben. Wenn ihr jetzt natürlich noch etwas Zeit habt und eure Quappen sind ganz klein und ihr schaut euch jetzt dieses Video an, dann könnt ihr euch ja bei euren Terrarium auch richtig viel Zeit lassen und viel Mühe reinstecken. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Video, damit ihr erkennt, okay, so ein Aufzuchtsterrarium hat die und diese Funktionen, sollte das und das beinhalten und ja. Das Aufzuchtsterrarium muss jetzt nicht unbedingt riesig sein. Also im Normalfall sollte auch ein kleines Terrarium völlig ausreichen, denn die Frösche brauchen jetzt auch nicht so viel Platz, denn sie bleiben ja nicht für immer in diesem Terrarium. Natürlich, wenn ihr jetzt da übertrieben gesagt 100 Nachzuchten habt, dann braucht ihr dafür natürlich ein großes Terrarium. Ich habe jetzt hier ein Terrarium mit den Maßen 20 x 30 x 20 cm. Ich muss sagen, mir gefällt diese Größe wirklich sehr gut, schaut auch echt sehr gut aus, aber ich würde euch vielleicht dennoch ein etwas größeres Terrarium empfehlen mit den Maßen 30 x 30 x 30 cm. Da könnt ihr auf alle Fälle nichts verkehrt machen. So, wie in all meinen Terrarien baue ich jetzt auch hier einen Abfluss herein, damit das auch vollautomatisch ist, damit das Wasser abfließen kann. Und hier habe ich auch einen kleinen Trick selbst entwickelt. Und zwar nehme ich ein Stück Knetgummi, forme eine kleine Wurst und ja, presse es dort ans Glas, wo ich dann später auch das Loch haben möchte. Jetzt fülle ich ja diesen Ring mit Wasser, damit der Glasbohrer auch immer schön abkühlen kann. Ich habe wirklich schon unzählige Videos auf meinem Kanal erstellt, in dem ich euch das genau erkläre, wie man so ein Loch in die Glasplatte reinbekommt. Aber jetzt nochmal in Kurzfassung, und zwar langsam bohren, vorsichtig bohren und mit wenig Druck. Denn wenn ihr da jetzt stark drauf drückt, kann es schon passieren, ja, dass das Glas bricht. Also immer schön vorsichtig an die Sache rangehen, langsam bohren, lasst euch da schön Zeit und dann passiert da auch nichts. Ich habe jetzt zusätzlich in die Rückwand auch noch ein kleines Löchchen gebohrt für meine Beregnungsanlage. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen, also da muss man jetzt nicht unbedingt nochmal durchs Glas durchbohren. Aber ich hatte mein Glasbohrset sowieso gerade draußen und es schaut einfach edler aus, als wenn man jetzt ein Loch durch das Lüftungsgitter durchbohrt.
So, hier unten sieht man auch schon den Abfluss. Der Abfluss besteht aus einem Silikonschlauch mit einem 12 mm Durchmesser. Das Loch, was ich gebohrt habe, hat 10 mm. Das bedeutet, dass der Schlauch gleichzeitig das Loch auch mit abdichtet, damit das Wasser auch wirklich nur aus dem Schlauch herausfließen kann und nicht seitlich aus der Öffnung heraustropft. Deshalb habe ich jetzt hier noch ein festeres Strohhalmstückchen genommen und mit reingesteckt, denn dann dichtet der Schlauch besser das Loch ab. Und ihr braucht jetzt nicht ewig lang mit Aquariumsilikon herumkaspern, damit ihr das Loch richtig abdichten könnt. So, kommen wir auch gleich noch zur Beregnungsanlage, denn ich verbaue in dieses Terrarium auch eine Beregnungsdüse, dafür jetzt auch das kleine Loch. Dort fädel ich jetzt den Schlauch hindurch und verbaue eine Beregnungsdüse, vielleicht auch noch zwei, damit schön alles befeuchtet wird, aber jetzt erstmal eine. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Beregnungsanlage wäre denn jetzt dafür geeignet, ich habe schon mal ein Video herausgebracht, in dem ich euch zeige, welche Beregnungsanlagen ich wirklich sehr empfehlen kann, aber unten in der Videobeschreibung sind auch noch die Produkte verlinkt, welche ich auch in diesem Video verwende. Damit das Wasser gut abfließen kann und der Abfluss nicht verstopft wird, verwende ich auch diese groben Aquariumfiltermatten, denn so kann das Wasser besser zirkulieren und der Abfluss wird jetzt nicht von kleinen Dreckpartikeln verstopft, sondern diese Filtermatte filtert natürlich das ganze Dreckzeug raus und ich verwende auch wirklich die komplette Filtermatte, also ich verwende jedes kleine Stückchen entweder für den Terrarienbau oder für meine Quappenzucht. Okay, kommen wir zum Bodenbelag. Hierfür verwende ich sehr gerne diese Mandelbaumblätter, denn somit kann ich den kompletten Boden bedecken, wie im Regenwald auch. Dort ist ja auch der Boden mit Blätter bedeckt. Vor allem sind diese Mandelbaumblätter auch sehr gesund für den Pfahlgiftfrosch, da sie Säuren enthalten, die antibakteriell wirken. Und das ist natürlich sehr gut für den jungen Pfahlgiftfrosch, der sich gerade eben an das Land gewöhnt. Ist natürlich jetzt viel besser mit diesen Blättern, als würde der Frosch sofort in irgendeine Dreckspfützen reinhupfen. Also, ich würde wirklich diese Mandelbaumblätter sehr empfehlen und ihr könnt natürlich alternative auch Eichenblätter aus dem Wald nehmen, aber diese Blätter solltet ihr auf alle Fälle nochmal gründlich abwaschen, damit ihr keine Parasiten mit in das Terrarium hereinholt. Ja, und dieses Terrarium ist auch wirklich sehr einfach gehalten, also da ist jetzt keine Rückwand mit drinnen, sondern das ist jetzt wirklich nur rein für die Aufzucht, denn sobald der Pfahlgiftfrosch so langsam das Wasser verlässt, sollte er auf alle Fälle gleich ein Zuhause parat haben und nicht noch ewig in dieser Dose dann drin rumgammeln, denn da fühlt er sich auch nicht wohl und man will ja auch das Beste für seine Nachzucht. Ne? Damit ihr die Luftfeuchtigkeit in eurem Terrarium auch besser halten könnt, verwendet da am besten so ein Terraristikmoos oder vielleicht auch Aquarienmoose. Ich habe dazu auch schon mehrere Videos gemacht, wie ich so ein Moos selber züchte und wie ich es auch auf Korkplatten aufbinde. Da könnt ihr auch mal gerne auf meinen Kanal schauen, das könnte auch ziemlich interessant werden. Wichtig ist bei so einem Aufzuchtsterrarium, dass ihr dann wirklich keine Wasserschüssel mehr hereinstellt, denn diese Frösche springen in die Schale herein und könnten wirklich ganz schnell ertrinken. Deshalb sollte das Terrarium auch richtig feucht gehalten werden, also so zwischen 85-95% Luftfeuchte. Und so bekommen sie dann auch ihre Feuchtigkeit ab und brauchen keine Wasserschale. Selbstverständlich bepflanze ich jetzt noch ein bisschen das Terrarium und zwar mit einem Ficus. Ich finde diesen Ficus wirklich optimal, denn den kann man jetzt einfach so auf das Moos drauflegen und dort verwurzelt er auch. Da muss ich nicht wirklich viel Erde mit verwenden, denn ich möchte ja im besten Falle Erde komplett in so einem Aufzuchtsterrarium vermeiden. Und da ja eure Frösche so winzig sind, finden sie auch überall Unterschlupf, also auch unter den Blättern. Und da muss man jetzt nicht wirklich groß für Versteckmöglichkeiten sorgen. Ich habe jetzt hier trotzdem noch so eine Wurzel mit reingestellt, da können sie ja noch ein bisschen draufklettern. Und wie ich vorhin ja auch schon sagte, falls ihr wirklich mehr Zeit habt, könnt ihr euch auch mehr Mühe geben bei euren Aufzuchtsterrarium. Hier sieht man jetzt nochmal ein Beispiel von meinem Phyllobates bigolor. Bei diesem Terrarium habe ich mir auch etwas mehr Mühe gegeben, also habe mir Moossorten mit reingepackt, mir Pflanzen reingestellt und ja. Dieses Aufzuchtsterrarium habe ich jetzt direkt neben mein Terrarium-Regal gebaut. Dort habe ich auch so einen Ast mit hingeschraubt, der dann auch gleichzeitig das Licht hebt und so wird das Terrarium auch beleuchtet. Ich finde, das ist echt eine coole Idee. Und gibt auf alle Fälle was her. Die meisten Pfahlgiftfrösche brauchen Temperaturen von 24-28 Grad am Tag.
Und ja, also falls ihr da mehr Fragen habt, zwecks Beheizungsmöglichkeiten, Lichter, allgemein Elektronik, auf meinem Kanal habe ich wirklich unzählige Videos gemacht, speziell zur Terrarium Elektronik. Ich verlinke es auch unten in meiner Videobeschreibung, da könnt ihr das dann auch nochmal genauer anschauen. Dieses Aufzuchtsterrarium wird jetzt nicht noch zusätzlich beheizt, denn das Licht strahlt ständig in das Terrarium herein und beheizt dieses Terrarium tagsüber zwischen, ja, 23 und 24 Grad. Und das ist jetzt in diesem Fall auch, ja, wirklich optimal. Aber das ist natürlich auch vom Pfeilgefrosch zu Pfeilgefrosch unterschiedlich. Deshalb informiert euch auch gründlich über eure Pfeilgefroschart. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu einem Pfeilgefrosch-Fachbuch. Das ist auch von Sven Salderberg. Es ist echt genial und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Okay, weiter im Text. Bevor ich jetzt meine kleinen Pfeilgefrösche in das Terrarium hereinsetze, beimpfe ich das Terrarium mit Springschwänze. Dafür lege ich ein kleines Stückchen Pilz in die Springschwanzschale herein, warte einen Tag und am nächsten Tag sind ganz viele Springschwänze auf diesem Pilz und jetzt kann ich sie einfach in das Terrarium hereinklopfen, damit auch keine Erde mit hereinfällt. Ich finde es wirklich optimal. Denn diese Springschwänze ernähren sich auch von Schimmelsporen, also bleibt euer Terrarium ja in der Regel auch schön schimmelfrei und sie können sich jetzt dabei weiter vermehren und wenn dann euer Pfeilgefrosch soweit ist, kann er sich dann ja von diesen Springschwänzen ernähren. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Der Pfeilgefrosch ernährt sich ja zuallererst noch von seinem Schwanz, also den frisst er so gesehen von innen auf. Und er bildet sich dann auch immer und immer mehr zurück, bis er dann irgendwann ganz verschwunden ist. Und erst ab diesem Moment ernähren sich dann auch eure Pfeilgefrösche von ja, kleineren Insekten, wie zum Beispiel den Springschwänzen. Falls ihr euch jetzt fragt, ja und wie lang müssen jetzt diese Pfeilgefrösche, diese Babys in so einem Aufzuchtsterrarium bleiben, bis man sie dann zu den Adulten, also zu ihren Elterntieren in das Terrarium mit einsetzt. Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Da müsst ihr einfach darauf achten, wie sich dieser Pfeilgefrosch so entwickelt, also wie schnell er auch größer wird. Denn das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also das kann jetzt 2, 3, 4 Monate dauern. Theoretisch könntet ihr auch von Anfang an ein größeres Terrarium kaufen, das richtig schön bepflanzen, richtig schön einrichten, vielleicht auch noch mit einer Terrariumrückwand. Und ja, im Normalfall müssten dann dort die Pfeilgefrösche auch gar nicht mehr raus. So Leute, und jetzt wird es nochmal richtig interessant für all meine Kanalmitglieder, denn ich habe ja demnächst dort auch größere Projekte vor. Eins beinhaltet auch diesen einen Discord-Server, in dem wir dann untereinander uns austauschen können, miteinander chatten können. Vielleicht kommen auch noch ein paar Pfeilgefrosch-Zuchtexperten mit dazu. Das wäre wirklich genial, denn dann können wir so eine richtig schöne Gemeinschaft bilden. Und ja, darauf freue ich mich auf alle Fälle. Und letztens kam mir auf einmal so ein Gedankenblitz und er hat mich nicht mehr losgelassen und ja, das wäre wirklich ein Riesenprojekt und aus meiner Sicht eine geniale Idee. Ich fragte jetzt noch ein paar andere Leute, denn ich kann das jetzt nicht öffentlich stellen, denn ich denke, wenn ich diese Idee wirklich in die Tat umsetze, würde der Name Dendrobaden TV auch nochmal eine ganz andere Bedeutung haben und ich denke, das wäre krass. Kann auch Einbildung sein. So Leute, das war es jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, denn nur so bleibt ihr auch auf dem Laufenden. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.